Ja, lustig ist das, was wir jeden Tag über unsere Geheimdienste lesen oder hören, schon lange nicht mehr. Der Bundesnachrichtendienst hat quasi den Staffelstab vom skandalträchtigen Verfassungsschutz übernommen und steht im Fokus der Öffentlichkeit. Und damit sind wir mitten im zweiten Teil unseres Mediengesprächs mit Tom Strohschneider, dem ND-Chefredakteur. Es gibt fast täglich neue Enthüllungen und man kommt schon gar nicht mehr richtig hinterher. Herr Strohschneider, vielleicht können Sie uns so ein klein wenig auf den aktuellen Stand bringen. Was läuft in Sachen BND im Moment ab? Das ist in der Tat eine große Herausforderung, weil wir in den vergangenen anderthalb Wochen fast jeden Tag eine neue Enthüllung auf den Tisch bekommen haben. Es hat angefangen mit der Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Sachverhalt, dass der BND zunächst angeblich ohne sein Wissen, dann kam Stück für Stück heraus, dass er es vielleicht doch hätte zumindest ahnen können und dann doch vielleicht gewusst hat, für den US-Geheimdienst NSA, ja, wenn man so will, Firmen, Länder und Menschen ausspioniert hat, dabei Beihilfe geleistet hat, die bei Licht betrachtet mit dem Geheimdienstauftrag und dem deutschen Gesetz überhaupt nicht vereinbar sind. Dann kam heraus, dass die Regierung nicht nur die Öffentlichkeit im Wahlkampf 2013, sondern offenbar auch den damaligen Koalitionspartner darüber belogen hat, ob und in welchem Reifegrad bereits ein No-Spy-Abkommen mit den USA auf dem Verhandlungstisch liegt. Das wiederum geht zurück auf Enthüllungen von Edward Snowden, die ja nun schon 2 Jahre her sind und wo man dann so langsam aber sicher angefangen hat, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch gegenüber den berühmten Freunden, von denen Angela Merkel immer sprach, unter denen Abhören eigentlich, Zitat, gar nicht gehe. Und auch dort gibt es neue Erkenntnisse. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder neue Namen von Firmen gehört. Erst hieß es sei nur EADS gewesen, dann kam Siemens noch dazu. Es ist offenbar mit deutscher Geheimdiensthilfe die französische, die EU und auch die österreichischen Politik ausgeforscht worden. Also das Ganze hat inzwischen eine Dimension erreicht, bei der Staatskrise, finde ich, genau der richtige Begriff ist. Denn man muss sich ja schon fragen, ob in einer Situation, in der wir, und Sie haben es angesprochen, zuerst den Verfassungsschutz mit seiner Verstrickung in die NSU-Morde hatten, jetzt den BND mit seiner Verstrickung in illegale Abhörpraktiken in Europa. Und wir haben vergangene Woche, muss man ja auch nochmal daran erinnern, den Fall gehabt, dass der militärische Abschirmdienst, also ein weiterer Geheimdienst, offenbar versucht hat, kritische Journalisten, wenn man so will, an die kurze Leine zu nehmen. Also da wären unter anderen Umständen und in anderen Ländern doch sicherlich schon viele Köpfe gerollt. In Deutschland passiert es interessanterweise nicht. Lassen Sie uns über die Möglichkeiten der Schadensbegrenzung sprechen. Wie müssten denn Ihrer Auffassung nach ernstzunehmende Reformen aussehen, damit solche illegalen Praktiken, wenn sie schon nicht ausgeschlossen werden können, es geht ja immerhin um Geheimdienste, dann zumindest begrenzt werden? Also es gibt sicherlich zwei Dimensionen der Debatte. Die eine Debatte ist eine vielleicht etwas weniger realpolitische, aber ich will immer wieder darauf drängen, dass sie doch geführt wird, nämlich die Frage, welche und ob überhaupt wir Geheimdienste brauchen. Es gibt ja zwei Argumente. Das eine ist, die sorgen insbesondere, was die auslandsnachrichtendienstliche Tätigkeit angeht, unter anderem für unsere Sicherheit vor Terrorismus. Da wird dann ganz gern der berühmte Anschlagsversuch der Sauerlandgruppe ins Feld geführt. Ob und in welcher Weise die geheimdienstlichen Arbeiten und auch vor allen Dingen die Kooperation mit anderen Geheimdiensten bisher wirklich dazu beigetragen hat, hier jemanden wirksam vor irgendwas zu schützen, darüber würde ich gern reden. Dazu bräuchte man aber ja Informationen. Und dann gibt es ein zweites Argument. Das zweite Argument lautet, Geheimdienste heißen ja nicht umsonst so. Geheimdienste haben ein Eigenleben. Sie neigen dazu, natürlich illegale Praktiken zu verfolgen. Sie sind schon per se nicht kontrollierbar. Und wenn wir uns heute ansehen, dass im Prinzip die Behörden, der Geheimdienst, aber auch die zuständigen Regierungsstellen immer nur Dinge zugeben, die unwiderlegbar durch vor allen Dingen Medienberichterstattung enthüllt worden sind, dann sieht man ja auch, dass es mit der Transparenz nicht so weit her ist. Und da steht dann schon die Frage, sind Geheimdienste und sind offene Demokratien überhaupt miteinander vereinbar? An diesen zweiten Punkt, um auf Ihre Frage zu antworten, knüpft sich aber natürlich die Möglichkeit an, dennoch etwas zu tun. Und das ist vielleicht eine etwas realpolitischere Debatte und die muss geführt werden. Und die lautet, was haben wir eigentlich für Institutionen, die Geheimdienste derzeit kontrollieren? Und damit meine ich jetzt nicht die zuständige Abteilung im Kanzleramt,
Denn dabei handelt es sich ja ganz offenbar nicht um eine Kontrollinstanz, sondern um eine Vertuschungsinstanz, wie wir es inzwischen erlebt haben, sondern es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium. Dieses parlamentarische Kontrollgremium ist viel zu schlecht ausgestattet. Es hat überhaupt keine ausreichenden Rechte. Es kann keine Sanktionen aussprechen. Es dürfen die Beteiligten über das, was ihnen dort sozusagen von Regierungs- und Geheimdienstseite als, da muss man ja schon die Anführungszeichen mitsprechen, als Information des Parlaments mitgeteilt wird, darüber dürfen die nicht reden. Da ist natürlich eine effektive, demokratische und transparente Kontrolle nicht möglich. Da müsste es eine Änderung geben. So, nun kommt man in Bereiche, die vielleicht dann ja auch gewisse Widersprüche aufwerfen. Zum Beispiel die Frage, wenn wir mit dem NSA nicht mehr so viel zusammenarbeiten wollen, weil der sich nirgendwo an Recht und Gesetz hält, wäre ja die Frage, müsste dann der BND selber vielleicht mehr Ressourcen haben? Da wäre ich sehr skeptisch. Ja, und bei dem ganzen Theater um die neuen Skandale kommt, wenn man die Umfragen genauer anschaut, die Bundeskanzlerin immer noch ganz gut weg. Wie macht das die Frau, dass sie den Fokus immer schön weit weg von sich halten kann? Denn es gibt ja nur vereinzelte Stimmen, die da auch auf die Kanzlerin zeigen und sagen, das ist hausgemacht und auch sie müsste sich, wenn sie ihren Job ernst nimmt, an der Aufklärung aktiv beteiligen. Wie kann man sich dieses Wahrnehmungsphänomen erklären? Naja, Angela Merkel hat natürlich eine Art des Führens an den Tag gelegt seit Jahren, welche sehr, sagen wir mal, zögerlich und zurückhaltend ist. Sie äußert sich ja auch immer sehr, sehr spät erst zu solchen Fällen und hat nun unter anderem zu diesem ganzen BND-NSA-Kooperationsverhalten, was wir jetzt in diesen Wochen diskutieren, ja sich auch im Prinzip bisher noch nicht wirklich geäußert. Und insofern ist natürlich alles, was mit persönlichen Konsequenzen, mit der Frage, wer trägt die politische Verantwortung dafür zu tun hat, momentan an anderer Stelle angedockt. Da wird natürlich Thomas de Maizière genannt, der war unter anderem mal Innenminister, hat jetzt ohnehin wegen anderer Skandale gerade einen schweren Stand. Da wird natürlich Peter Altmaier genannt, der jetzt hier Kanzleramtsminister. Aber da gehen dann auch die Probleme schon los und so richtig traut sich auch niemand, auf die Merkel frontal zuzugehen. Denn wenn die Opposition es macht, dann schließt die Regierung ihre Reihen und sagt, also jetzt geht die Kritik zu weit. Wenn die SPD das macht, und wir haben es von Sigmar Gabriel in den vergangenen Tagen erlebt, er hat schon, indem er sich vor Frau Merkel stellte, ihr gleichzeitig eine Form der Verantwortung zugewiesen und das hat ja auch für erhebliche Differenzen innerhalb der Großen Koalition gesorgt. Und dann trauen sich die Sozialdemokraten damit aber auch nicht weiterzumachen. Im Übrigen ja durchaus berechtigt, weil sie genau wissen, dass auch einer der ihren mal im Kanzleramt zuständig war für die Kontrolle der Geheimdienste, nämlich Frank-Walter Steinmeier, der jetzige Außenminister. Also das Problem liegt auch so ein bisschen daran, dass momentan bei SPD und Union eigentlich beide zu tief in diesem ganzen Ding mit drin hängen, dass natürlich die Neigung, die Kanzlerin jetzt direkt anzugehen, ja auch mit einer strategischen Frage verbunden wäre. Was würde denn folgen? Also was gäbe es denn für Alternativen? Und innerhalb der Union steht da natürlich kaum noch jemand zur Verfügung. Merkel war ja in der Lage, fast alle Politikerinnen und Politiker ihrer eigenen Partei, die ihr gefährlich werden konnten, entweder abzuräumen oder mit Posten anderswo zu versorgen. Die haben jetzt, wenn sie noch im Amt sind, ihre eigenen Probleme. Frau von der Leyen mit dem G36, Thomas de Maizière haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und auch bei der SPD ist es natürlich so, dass die, ich glaube, die Hoffnung darauf, unmittelbar von dieser BND-Affäre ein bisschen zu profitieren, politisch einfach auch sehr gering ist. Die SPD hat unglaublich schlechte Umfragewerte. Die meisten Leute wollen von der oder erwarten von der SPD auch ja nicht notwendigerweise eine bessere Geheimdienstpolitik, sondern Sozialdemokratie wird gewählt wegen Brot- und Butter-Themen. Da geht es um Arbeit, da geht es um Gehälter, um die bessere Versorgung in den Kommunen und so weiter und so fort. Da tut sich aber die SPD derzeit nicht mit Ruhm bekleckern. Also da ist eine ganz schwierige Gemengelage entstanden, in der die Merkel ja auch in den vergangenen Jahren immer sozusagen als die einzige ruhende, vertrauenswürdige Ansprechpartnerin in der Regierung dagestanden hat, von der viele Menschen ja auch der Meinung waren offenbar, dass das die Frau ist, die sie sicher durch die Krise bringt. Die Frage ist, ob wir jetzt langsam aber sicher an den Punkt kommen, wo sich das ändert. Und dann wäre die spannende Folgefrage zu klären, was heißt es dann, wenn Merkel politisch unter Druck gerät, wenn die Zustimmung zu Merkel, die ja
viel, viel höher ist als die Zustimmung zur Regierung. Wenn die Zustimmung zu Merkel sinkt, dann wird es erstens in der CDU sicherlich auch eine Bewegung gegen ihre Vorsitzende geben. Und dann stellt sich zweitens die Frage, ob es und welche politische Alternative gibt. Und da wären wir dann unter anderem bei der Rot-Rot-Grün-Debatte. Da kann man nicht sagen, dass da momentan besonders viel Grund zu Optimismus besteht, dass daraus auch mal eine praktizierbare Alternative wird.